Jetzt fallen wir dir unten mal an, ne? Ja. Hallo, was ist denn hier an? Alleine ist das echt heftig hier. Ja, und ohne lila Lichtschwert, glaube ich, ist das wirklich nicht so. Ich glaube, das Lichtschwert bringt schon jetzt eine Menge. Boah. Ja, wenn man hier guckt, Angriff, Kraft, zum Beispiel bei mir Nahkampf. Nahkampfschadensbonus, Viechers her. Bonusschaden, ne? Genau, durch Angriffskraft kriege ich 11,5 Schaden. Obendrauf. Und dann des Weiteren auf meine Macht. Nur durch die bisschen Angriffskraft, die ich hier drin habe, ne? Bonusschaden hier. Auch nochmal 11,5 Schaden auf meine Machtangriffe. Und hier hat man Präzision, die ist über 100% bei mir. Das ist sehr gut, weil das reduziert die Abwehrkraft des Gegners. Also wenn man eine, wie heißt es, eine Präzision von 150% hat, dann macht es irgendwie, ich glaube, 50% mehr Schaden. Jo, okay. Oder irgendwie so. Also es lohnt sich, so Kristalle einzubauen. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, wo ich meine Präzision her habe. Kehre zu Baros zurück. Musst du auch wieder zurück in die Akademie, dann können wir uns vielleicht mal dahin teleportieren. Ja. Hin, also so eine Fähre rufen. Genau, Schnellreise. Schnellreise zur Akademie. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn man nicht laufen will. Wie manche Leute. Ja, ich bin ja bekanntlich sehr faul. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe einen Brief gekriegt, von wem auch immer. Ich habe sogar zwei bekommen. Schülerin Malora, danke. Jo, ich habe auch von der was bekommen. Was ihr für mich getan habt, gegen Lord Renning vorzugehen, war riskant und zeugte von Weitsicht. Die Aufseher brechen langsam ihr Schweigen. Bald wird der Rat der Sith meinen Meister als den Wahnsinnigen kennen, der er ist. Ich habe gehört, dass ihr nun bald eure Prüfung abschließt. Ich habe ein kleines Geschenk beigefügt, als Zeichen des Respekts und als Dankeschön. Es soll niemand behaupten, ich hätte den nächsten potenziellen Sith-Lord nicht erkannt. Passt auf euch auf, Sith, und erinnert euch später an mich. Malore. Liest du deinen nicht vor? Nö. Steht da drin, dass sie mich doof findet und so ein Scheiß. Ach so, dass ich jetzt Maden sammeln muss. Ja. Ah ja, genau, hier vorne. So, aber das kommt vielleicht noch gar nicht. Alles reparieren. Und womit dann kann steht ich hier Wissensobjekt. Da kriege ich eine Verbesserung für. Mit 7 Ausdauer. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Kann ich die direkt mal einbauen in das Lichtschwert, die Verbesserung mit 7 Ausdauer. Kannst du doch auch machen, hier das Wissensobjekt benutzen, oder? Na, noch ich hatte nicht. Das sogar als Quest hier drin stehen. Ja, ja, kriege ich gleich noch. Achso. Dann haben wir es auch schon fast geschafft und können endlich von Korriban weg und landen dann auf dem nächsten Planet, wo wir etlich viel Zeit verbringen müssen. Oh nein. Ich gehe jetzt erstmal hier zu meinen Fähigkeiten vorziehen. Oh, was mache ich? Hm? Ich muss hier dann. Jo, mach mal. Fähigkeiten hole ich mir gleich.
Wenn ich es euch doch sage, Aufseher, es ist unmöglich. Ich war in dem Grab und habe den Dashort auf der anderen Seite der Kluft gesehen. Aber ich konnte nicht zu ihm. Aber die Karte, die Karte! Lord Zesh ist unnachgiebig. Ohne die Karte nimmt sie dich nicht zum Schüler. Ich sage euch, Lord Zesh will das Unmögliche. Niemand bekommt diese Karte. Ihr meint, niemand außer mir? Die Karte. Und der Dashort schafft sofort dieses Monster raus und gib mir die Karte. Nein, das glaube ich einfach nicht. Unwürdiger Abschaum, ihr habt betrogen. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das Monster freigelassen? Sei Galut Saira, Iswis us Ulfenden, Ja Adnam, in Puidangarja. Genau, ihr müsst ganz einfach betrogen haben. Dafür werdet ihr zahlen. Fon, Geduld, du wirst diese Made noch früh genug beseitigen. Aber zuerst bringst du Lord Zesh diese Karte. Fresst sie beide, Cam. Halte deinen Schoß und noch einen Moment zurück, Akolyt. Ich möchte mit Fon reden. Oh, schade. Lord Zesh. Ja, Fon. Also, wo ist meine Karte? Hier, Lord Zesh. Gleich hier. Du hast sie für mich gefunden, Fon? Wie wundervoll. Das bedeutet Tod. Ruhe. Fon wird mir erzählen, was passiert ist, oder, Fon? Du würdest es doch nicht wagen, mich anzulügen. Denn es wäre eine Schande, wenn ich feststellen müsste, dass du gelogen hast. Ich frage dich zum letzten Mal. Hast du diese Karte in Nagasados Grab gefunden? Ich? Nein. Nein, das habe ich nicht. Es tut mir leid. Harkon, ihr seid ein Narr. In jeder anderen Gruppe eines jeden anderen Sith Lords hätte dieser junge Mann alle anderen Akolyten in Stücke gerissen. Was wolltet ihr beweisen? Dass ihr mich überlisten könntet? Dass ihr besser wüsstet, wen ich als Schüler haben will? Ihr Narr! So viel zu eurem Schoßtier, Harkun. Beseitigt dieses Chaos. Schülerin, such mich in meinen Gemächern oben auf. Wie befohlen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ohne die Hilfe von Lord Zesh bist du ein Nichts. Ich habe Freunde, die dich jagen werden, wohin du auch gehst. Schade, dass es so weit kommen musste, Harkun. Ich weiß, dass ihr mich nie gemocht habt. Aber ich habe viel von euch gelernt. Wie? Nun ja, ich denke, es ist meine Aufgabe als Aufseher, meine Mündel zu inspirieren. Und jetzt geh, Sklavin. Ich meine Schülerin. Genau, und eigentlich ist das gar nicht so, dass dann irgendwie alle getötet werden, sondern alle werden zu Sith. Und haben eigentlich gar keinen Meister, sondern dienen einfach dem Imperium allgemein. Nur, das ist ja ein Spezialfall, der irgendwie total selten vorkommt, aber die haben sich gedacht, yay, machen wir was ganz Besonderes und zeigen den Leuten das, was irgendwie fast nie vorkommt. Hier bin ich. Ja. So, gehen wir mal rein. Ui. Ihr Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Frischt mein Gedächtnis auf. Ich habe die Väter vieler Leute umgebracht. Boah. Ihr wollt auch noch Salz in die Wunde streuen? Ich bin Eskella Grüton. Mein Vater war Aufseher Tremel. Erinnert ihr euch, ihn getötet zu haben? Ich weiß nicht. Aber ich bin im Besitz seines Rings, seht ihr? Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen! Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahmt. Angriff!
Lol. Ist er als erstes umgekippt? Ja. Ich habe ganz viele Blitze auf sie abgefeuert. Ew. Hey, Poppy. Beeindruckend. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt und das alte Lichtschwert gefunden. Vemrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. Er hat es versucht und hat versagt. Er war hartnäckig, das muss man ihm lassen. Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt meine Schülerin. Ich hätte es so mit so einem perversen Unterton gesagt. Du bist jetzt total pervers, meine Schülerin. Ja, er ist fett, er trägt eine Maske. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen, Meister. Gut. Denn es wird Zeit, dass ich dich entfessle. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem fairen Ticket kommst du nach Drom und Kaas. Yeah. Triff mich dort in der Zitadelle. Drom und Kaas. So viel ich auch von diesem unerbittlichen Planeten halte, es wird mir eine Freude sein, aufzubrechen. Drom und Kaas wird auf jeden Fall andere Reize bieten. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Wenn sie nützlich ist, kannst du sie auch nach Drom und Kaas mitnehmen. So viele perverse Sachen auf einen Haufen. Okay. Wow. Mein Gott, ey. So, ich darf mir jetzt hier was für Wett aussuchen. So ein Erscheinungsbild. Die so einen Knüppel auf dem Kopf. Dann ist sie rot. Oder gelb. Also mit dem Knüppel auf dem Kopf will ich nicht. Rot? Sieht sie so ultra böse aus irgendwie. Die gelbe? Die gelbe ist schon eher mein Fall, aber sie ist gelb. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die gelbe jetzt einfach. Hat die ja die gleiche Farbe wie ich. So. Ich lege wieder. So, lege ich da gleich mal an. Ich hüpfe mal bei dort selbst rein. Jo, mach das. Muss ich mitkommen? Nö. Ah, meine wunderbare neue Schülerin. Man muss dir wohl gratulieren. War es wirklich nötig, Fohn zu töten? Er konnte doch nichts dafür, dass Harkun so ein Narr ist. Natürlich war es nötig. Ich kann schließlich nur einen Schüler haben. Also, ich war gerade dabei, mir diese erstaunliche Karte anzusehen, die du hergebracht hast. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich gehe Schrecken verbreiten. Geduld. Wir müssen taktvoll vorgehen. Alles zu seiner Zeit. Triff mich auf Drom und Kaas. Dort können wir reden. Warum müssen wir denn dorthin? Dorthin führt die Karte. Aber ich hätte dich sowieso dorthin gebracht. Es ist für jeden Schüler ratsam, das Herz des Sith-Imperiums zu erforschen. Wir treffen uns in meinen Gemächern in der Zitadelle von Kaas City. Dort können wir offener über die Arbeit reden, die vor uns liegt, ohne befürchten zu müssen, dass man uns belauscht. Dies war mein Lichtschwert, als ich selbst Schülerin war. Ich will, dass du es nimmst. Vielleicht kannst du mir doch helfen kommen, wenn du willst. Da fliegst du auch alleine. Was soll ich tun? Das ergibt eine edle Mordwaffe. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Es hat mir gute Dienste geleistet. Also, nicht vergessen. Meine Gemächer. Die Zitadelle. Drom und Kaas. Wir müssen uns so bald wie möglich an die Arbeit machen.
Sieht das bekloppt aus bei mir, was hast du noch angezeigt? Was eine Phase ist. Kein Schritt weiter, fremder Abschaum. Das kotiert eine Nachricht für euch. Wer ist dieser Das Skotir? Das Skotir ist Lord Seshs Vorgesetzter und euer schlimmster Albtraum. Die Nachricht lautet, ihr werdet nicht nach Dormund Kaas reisen. Alles, was ihr hier getan habt, jeder, mit dem ihr zu tun hattet, einschließlich Lord Sesh, ist unbedeutend. Das Skotir hat hier überall Augen und Ohren. Er weiß, was eure Meisterin im Schilde führt und ist nicht gerade erfreut darüber. Auf Korriban genießt Lord Sesh vielleicht einen gewissen Freiraum, aber auf Dromund Kaas sieht das anders aus. Ihr versteht also, dass ihr sterben müsst. Cam, was macht ihr gleich wieder mit Machtanwendern? Gibai Iswis Amanhanguijins. Orthosin, ist das ein Dashord? Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Feigling, kämpf du Narr!